Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt wenig Kinderfilme, die dermaßen kontrovers diskutiert wurden, wie Watership Down oder auch Unten am Fluss. Seit der Film damals im Jahr 1980 über den Filmverlag der Autoren in den deutschen Kinos gelaufen ist, trägt der Film einen gelben Sticker der FSK, ist also freigegeben und damit geeignet für Personen ab 6 Jahren. Etwas, das auch für Personen über 18 Jahre teilweise sehr schwer nachvollziehbar ist, weil Watership Down enthält in seinem Titel bereits einen Hinweis darauf, wie man sich nach der Sichtung des Films fühlen soll. Etwas, das mir bislang erspart geblieben ist, aber nachdem sich Infinity Picture jetzt für das Jahr 2024 einmal zahlreiche Mediabooks von diesem Titel anfertigen hat lassen, werde ich dieses Trauma bald nachholen dürfen. Und dabei muss man allerdings sagen, dass diese Mediabooks von Infinity mit zu den schönsten Mediabooks zählen, die ich seit langem gesehen habe. Holy freaking hell! So viele großartige Artworks, bei denen es mir extrem schwer gefallen ist, mich für eines zu entscheiden. Letzten Endes hat dann dieses Motiv von Zeichner Nico gewonnen, das ich einfach nur absolut großartig fand, aber wie gesagt, wo auch die anderen relativ knapp dahinter waren. Man muss zugeben, dass nicht nur diese Zeichnung absolut phänomenal ist, vor allem, weil ich finde, dass diese düstere Atmosphäre des Films absolut großartig rüberbringt, sondern dass eben auch die Mediabook-Verarbeitung von Infinity hier einfach großartig ist. Auf der einen Seite haben wir eben hier den Titelschriftzug noch einmal nach unten geprägt, beziehungsweise haben wir auf dem Mediabook diese absolut wundervolle Lederhaptik, die nämlich eben das Mediabook auch beim Angreifen wirklich sehr schön beeinflusst. Aber was ich bei diesen Mediabooks von Infinity aktuell halt einfach ganz besonders genial finde, ist, dass sie grundsätzlich Wraparound-Cover verwenden und grundsätzlich eben diesen Stil der Panorama-Artworks darstellen. Und das, holy freaking hell, ist ein grenzgeniales Cover. Ich finde, dass man mehr oder weniger den Sumpf auf diesem Cover-Artwork förmlich riechen kann. Man kann merken, wie verdorben und wie hoffnungslos es da mehr oder weniger riecht. Man spürt die Angst, vor allem eben bei dem Charakter hier auf dem Backcover, förmlich aus diesem Cover herausschießen. Und das eben noch dazu mit dieser tristen Farbpalette dargestellt. Eben schon grün, aber mehr so ein bisschen, sagen wir mal, halb verdorbenes Grün. Wirklich frisch ist dieses Gras auch nicht mehr. Das ist in meinen Augen ein wirklich wundervolles, grenzgeniales Motiv und zählt nämlich, finde ich, nicht nur rein zu den optisch schönsten Mediabooks, die ich seit langem gesehen habe, sondern ist mit seiner Art und mit seiner Präsentation auch ein, wie ich finde, ganz besonders einzigartiges Mediabook und eben nicht eines in einem Stil, wie man sie schon zuhauf in der Sammlung hat, sondern eines, das wirklich beeindruckt. Und dann können wir hier ins Innere blicken, da finden wir dann auf der linken Seite die Blu-ray mit dem Film hier auch wunderschön dargestellt, mit einem durchgehenden Design, das sich hier eben in das allgemeine Artwork auf der linken Seite von diesem Innenleben des Mediabooks einarbeitet, nur mit einer kleinen Tagline auf dem Frontcover vom Booklet und dazu gibt es dann eben auf der rechten Seite schon ein bisschen etwas mehr Unheilversprechendes. Auch hier eigentlich mehr noch eine relativ subtile Andeutung, könnte man fast meinen, dass hier vielleicht einmal ganz kurz der Pennywise vorbeigeschaut hat oder keine Ahnung, der Anker aufs Erdbeerfeld gefallen ist, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner auch Unterschied zwischen diesen beiden Innenseiten von dem Booklet. Dazu hat Infinity dann eben auch im Inneren von dem Booklet damit gearbeitet, diese Designelemente weiter fortzusetzen. Ich mag auch die Trennung von den Überschriften und Texten mit dem Stacheldraht. Ich mag die Art, wie die Seiten nummeriert sind. Ich mag die Art, wie die Bildausschnitte aus dem Film hier eingerahmt sind. Das ist einfach ein Mediabook, wo man einfach sieht, dass jedes einzelne Designelement so schön durchdacht ist, alles so schön kohärent und kongruent aneinander angeglichen wurde. Vor allem, dass man eben hier auch noch sieht, wie sich nämlich diese einzelnen Seiten hier von dem Mediabook Innendesign mehr oder weniger wie ein
wie so ein Daumenkino quasi weiterentwickeln, dabei eben dieser Blutfleck immer weiter gefasst wird und damit nämlich noch von der linken Seite vom Innenspiegel auf die rechte Seite vom Innenspiegel quasi dezent übergeleitet wird. Das ist ein derartiger designtechnischer Geniestreich, der mich einfach nur absolut begeistert. Danke auf jeden Fall an das großartige Kreativteam, das hier für Infinity Pictures an diesem Release gearbeitet hat. Das ist phänomenale Arbeit und das ist ein Release, der wirklich absolut grenzgenial ist und wo ich mich schon extrem, extrem freue, was diesen kreativen Köpfen als nächstes einfällt.